es brennt jetzt. Ich bleibe auf Ball. Kommt ihr bitte zurück? Erfolgreich. Jetzt warten wir noch 30, 45 Minuten, bis die Versuchsaufbau nochmal abgekühlt ist. Dann wird nochmal nachgefüllt, der zweite Versuch durchgeführt, danach der dritte. Und wenn die ebenfalls erfolgreich verlaufen, dann ist hier die Röhre brandtechnisch abgenommen. Aber nur brandtechnisch? Ja, brandtechnisch deswegen, weil wir jetzt im aktuellen Eingriff nur die Lüftungsanlage mit der entsprechenden Steuerung angegangen haben. Und die wird jetzt geprüft. Und am Ende dann hoffentlich freigegeben, wie es momentan aussieht. Was kommt noch als zweite Prüfung denn dann nach? Also mit der aktuellen Prüfung können wir den Tunnel im Gegenverkehrsbetrieb betreiben. Das ist als Grundlage gedacht für die Sanierung im kommenden Jahr. Da wird der Tunnel, beide Tunnelröhren, umfassend saniert. Da werden viele Gewerke angepasst und damit der Verkehr nicht über die Umleitungsstrecke fahren muss, ist der Gegenverkehrsbetrieb hier die Grundlage. Das heißt, die Röhre, wo wir aktuell drinstehen, sie wird gefahren sein in beiden Richtungen und die andere Röhre wird für den Verkehr gesperrt und entsprechend gearbeitet. Im Brandfall wird der Tunnel von 0 auf 100 geschossen, kann man sagen. In dem Sinn, dass der Tunnel gesperrt wird. Das kann man sich so vorstellen. Ein Auto und LKW fängt an zu brennen. Wir haben im Tunnelgewölbe ein Brandmeldekabel hängen. Das Brandmeldekabel detektiert einen Brand, löst eine Sperrung aus, das heißt die Schranken gehen zu. Die Signalisierung vor dem Tunnel wird angeworfen. Der Verkehrsteilnehmer wird an der Anschlussstelle vor dem Tunnel schon abgeleitet. Es wird angezeigt, dass eine Vollsperrung vorliegt. Und gleichzeitig wird über einen Dienstleister der Brand an der zentralen Stelle gemeldet, die wiederum die Einsatzzentrale in Saarbrücken benachrichtigt, das ist die integrierte Leitstelle der Feuerwehr. Und diese wiederum verständigt die zuständigen Löschbezirke hier im und um den Tunnel herum. Zuallererst natürlich an die Geschwindigkeit halten, das oberste Gebot. Radio einschalten, ganz wichtig, weil im Notfall wird auch über die Radiofrequenz, die am Tunneleingang angezeigt wird, die entsprechenden Sprachkonzerne gesendet. Das heißt, mir wird gesagt, wie ich mich verhalten soll. In der Regel ist es aus dem Auto aussteigen und den nächsten Fluchtweg zu nehmen und den Tunnel so schnell wie möglich zu verlassen. Also im Brandfall, das ist ja der Worst Case an einem Tunnel, bleibe ich nicht im Auto sitzen, sondern sehe zu, dass ich so schnell wie möglich rauskomme, natürlich in geordneter Manier. Und mich entlang der Fluchtwegkennzeichnung dann orientiere und dann den schnellsten Ausweg suche.